Hallo, mein Name ist Gottfried Köberl vom Innovationszentrum Weiz. Gemeinsam mit meiner Kollegin Sarah Wünscher arbeiten wir am Projekt Sender. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie die Projektziele, der Anwendungsfall und der weitere Verlauf im Projekt Sender funktionieren. Sender ist ein von der Europäischen Kommission in der Programmlinie Horizon 2020 Forschung und Innovation gefördertes Projekt. Start war im Oktober 2020 mit einer Laufzeit von 48 Monaten bis zum Projektende im September 2024. Im Projekt sollen neue Energiedienstleistungen entwickelt und geprüft werden. Diese sollen für alle Beteiligten im Energienetzwerk vom Energieversorger über den Netzbetreiber bis zum Endverbraucher Vorteile bringen. Mit den entwickelten Lösungen soll der Energieverbrauch beobachtet, optimiert und reduziert werden und damit helfen, den Energiemarkt effizienter und flexibler zu gestalten. Damit kann es dem System erleichtert werden, vermehrt Energie aus erneuerbaren Quellen einzusetzen und die Nutzung von fossilen Energiequellen weiter zu reduzieren. Im Zentrum stehen dabei die sogenannte Senderbox und eine dazugehörige App. Die Messdatenerfassung, wie zum Beispiel Verbrauchsmuster, und die einfache Steuerung zu nutzender Geräte erfolgt über diese beiden Lösungen. Aktuell sind wir im Projekt in der Installationsphase, um danach in eine 12-monatige Testphase die entwickelten Lösungen direkt bei 400 Haushalten an den drei Projektstandorten in Österreich, Spanien und Finnland zu testen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen die Entwicklung von innovativen Energiedienstleistungen wie die Kombination von dynamischer Stromtarife mit einer Energieverbrauchssteuerung vorantreiben. Durch das geänderte Verhalten der Endkunden sollen Netzlastspitzen vermieden und die notwendige Verbrauchsflexibilität geschaffen werden. Somit kann der Netzbetreiber die Netzauslastung besser ausbalancieren und vermehrt nachhaltige Energiequellen einsetzen und die Abhängigkeit von fossilen Energiequellen verringern. Und wie diese technischen Maßnahmen umgesetzt werden, um die Ziele zu erreichen, zeigen wir Ihnen vor Ort bei Familie Eisner. Wir sind jetzt bei Familie Eisner zu Hause, um die Geräte und Sensoren, welche die Monitoring-Aufgabe im Projekt Sender übernehmen, zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Je nachdem, welche und wie viele Geräte installiert werden, wird das ungefähr 2 bis 3 Stunden dauern. Die Auswahl der zu installierenden Geräte erfolgt durch unseren Projektpartner. Wie schon erwähnt, steht dabei die Senderbox im Zentrum. Sie sammelt Informationen in Echtzeit und gibt sie anonymisiert an eine Datenbank weiter. Dieser Informationsaustausch geschieht unter anderem auch mit der App, die der Teilnehmerin dem Teilnehmer ermöglicht, die eigenen Verbrauchsdaten einzusehen und eventuell bestimmte Geräte zu steuern. Beim Installationsprozess muss sich die Teilnehmerin, der Teilnehmer, um nichts kümmern. Die Installation und die Inbetriebnahme des Equipments, welches aus verschiedenen Messgeräten und Sensoren besteht, wird von uns bzw. der Firma Varicon durchgeführt. Wie haben Sie vom Projekt Sender erfahren? Wir sind auf Facebook darüber gestolpert und haben im Internet dann recherchiert. Und was hat Sie zur Teilnahme am Projekt bewogen? Wir haben nachhaltig gebaut und waren auf der Suche, um unseren Stromverbrauch zu senken. Aber uns interessieren auch immer wieder nachhaltige Projekte, neue Ideen und haben uns das Projekt dann natürlich vorstellen lassen. Und was erwarten Sie sich vom Projekt? Einsparungen bei den Stromkosten. Aber auch, dass wir in unserem Haushalt Stromfresser entdecken und den Energiebedarf dieser Geräte gezielt verringern können. Die Installation ist nun abgeschlossen und die Geräte sind in Betrieb. Ab jetzt werden die Daten von unseren Partnern erfasst, gesammelt und verarbeitet, um die Verbrauchsmuster der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu analysieren und Verbesserungsvorschläge zum Energieverbrauch liefern zu können. Dabei fungiert die Sender-App als Datenschnittstelle, welche die Informationen der im Haushalt vorhandenen Geräte und der Senderbox darstellt. Dies ermöglicht eine zentrale Kommunikation mit den verbundenen Geräten über die benutzerfreundliche Sender-App. Darüber hinaus liefert die App Informationen über Verbrauchsstrategien, die in den Haushalten eingesetzt werden und soll zu einer aktiven Teilnahme am Projekt motivieren. Wir erwarten uns von der Durchführung des Projektes folgende Erkenntnisse. Wie kann ein verstärkter Einsatz von Demand Response im gesamten europäischen Energienetz konkret aussehen?
wie eine verstärkte Nutzung von Dienstleistungen, die Energieeffizienz mit anderen Energiedienstleistungen, Technologien und nicht energetischen Vorteilen kombiniert werden können. Wie eine erhöhte Zuverlässigkeit von und ein einfacherer Zugang zu innovativen Energiedienstleistungen erreicht werden kann. Was wird für eine bessere Vorhersagbarkeit von Verbrauchsmustern und Verbraucherverhalten benötigt? Vielen Dank an die Familie Eisner für ihre Teilnahme am Projekt und dass wir anhand ihres Haushalts zeigen durften, wie die Umsetzung der technischen Lösungen im Projekt aussehen. Mit der jetzt laufenden Testphase wollen wir gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern lernen, wie die Senderlösungen in Zukunft in größeren Rahmen eingesetzt werden können, um die Energiewende weiter in Richtung Einsatz von 100% erneuerbaren Energiequellen voranzutreiben.